Miami Beach, direkt am Strand, direkt hier am Beachwalk und hinter mir, oh, wie schön, das echte Filmkulissenhotel The Fontainebleau. Das ist natürlich schon ein bisschen Hollywood und das macht gute Stimmung. Es ist ein furchtbar teures Hotel, völlig unzuverlässig, schmutzig etc. Ich habe mir das mal angeguckt, würde ich nicht buchen, aber es ist nun mal ein altes Filmhotel und es ist das einer der ersten Hotels hier in Miami, in Miami Beach. Und aus dem Grunde, man muss mal drin gewesen sein, vielleicht auch mal eine Nacht übernachtet, aber dann weiß man mehr. Und ich war schon drin und mir hat es nicht gefallen. Es war nicht mein Hotel. Aber ich kann es euch ein bisschen erklären, was hier so los ist in Miami Beach. Ich zeige euch jetzt mal ein paar schöne Strandbilder, ich zeige euch, was hier so abgeht und das am Tage. Die Nacht kommt dann später. Hier ist euer Dschungelmoderator. Ich bin in Miami Beach, direkt am Strand, direkt an der Promenade. Und lasst es mir gut gehen. Und das zeige ich euch.
Und das war's schon wieder aus dem wirklich sonnigen und sehr schönen Miami Beach. Mit eindrucksvollen Bildern, wie ich hoffe. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Kleines Bierchen gab es zwischendurch. Leicht beswippt. Geht's jetzt ins heiße, naja, ins warme Wasser, um dann doch ein bisschen abzufrischen und abzukühlen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten, bei der nächsten Story hier beim Dschungelmoderator. Wir sehen uns. Das war Miami Beach mit dem Dschungelmoderator. Nicht vergessen zu abonnieren und zu liken. Also, macht's gut. Ciao.